Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Gestern mussten wir uns noch über die neuen Weekly Quests aufregen. Heute gibt es schon einen Blogpost von Blizzard, über den wir uns ein bisschen zumindest erstmal freuen können. Wir gucken ihn mal genau an, was da drin steht. Loben also ein bisschen, aber ein bisschen meckern tun wir auch wieder, okay? Wir freuen uns und das machen wir in wenigen Sekunden. Bis gleich. Grüß euch, Sedi Runo hier für euch am Mikrofon. Also, die Weekly Quests, unser Aufschrei, der durchs Internet ging, hat etwas bewirkt. Übrigens nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare gestern. Also, danke für die Leute, die das Video geguckt haben. So viele Views habe ich selten in der kurzen Zeit und so viele Kommentare. Also, wir hatten so viele Kommentare, so viele Daumen nach oben oder was. Also, vielen Dank für das Engagement auf solchen Videos. Das hilft immer mega und wir hatten natürlich super viel Spaß gemacht, euch das alle zu antworten und das zu lesen. Sehr motiviert. Also, danke dafür. Natürlich bleiben wir an der Sache dran und es gibt ein Update, also gucken wir uns das an, weil wir müssen ja, ne, wenn Blizzard jetzt Dinge richtig stellt, werden wir das natürlich auch richtig stellen. Ja. Aber dieser Text ist wieder auch wieder so ein bisschen, es gibt auch so ein paar Sachen, die man zumindest mal seltsam finden kann, aber wert. Es kommt ein Hotfix, es war glaube ich mal von Freitag die Rede, aber ich glaube den Tag haben sie wieder rausgenommen. Also, es war glaube ich für Freitag geplant, aber sie haben es glaube ich wieder rausgenommen, hier steht glaube ich kein Tag, von dem her, Freitag war geplant, Freitag ist auch glaube ich grundsätzlich noch geplant. Es heißt aber jetzt, as soon as possible. Wenn es Donnerstag vielleicht möglich ist, also heute, vielleicht passiert es heute schon. Wenn es erst Samstag, Sonntag möglich ist, arbeiten am Wochenende. Ich glaube, ihr spinnt. Dann passiert es Samstag, Sonntag. Vielleicht geht es aber auch erst Montag, vielleicht passiert es erst Dienstag. Also as soon as possible kommt dieser Hotfix. Und, ja, was haben sie denn geschrieben? We had seen that many players routinely completed their weekly quests through their regular play. Without even really engaging with the weekly quest system. Ich übersetze mal kurz, soweit ich das kann. Wir haben gesehen, dass die meisten Spieler ihre wöchentlichen Quests während ihrer ganz normalen Hearthstone-Routine erledigt haben, ohne wirklich mit dem Quest-System zu interagieren. Und der Satz ist wirklich großartig, weil wo interagiert man jetzt mit dem Quest-System mehr, wenn man 250 Mana auf 750 Mana, 5 Siege auf 15 Siege oder, keine Ahnung, 16 Minis auf 60 Minis. Also wenn ich die Quests nebenbei erfülle, dann erfülle ich sie jetzt immer noch nebenbei, nur halt langsamer. Also man interagiert mit dem System nicht. Wenn sie ein Quest-System wollen, mit dem man interagiert, dann müssten sie die Quests viel krasser machen. Also keine Ahnung, spiele 10 Mal das und das Legendary, spiele 5 Mal diese Combo oder so, natürlich sollten sie das niemals machen. Also sie sollten das ist ne, kein Vorschlag, das sollen sie niemals tun, aber es sind nun mal Wiki-Quests, gewinne Games, spiele das, spiele Kampfschreie, mache Schaden, die macht man halt nebenbei. Und die macht man auch jetzt noch nebenbei. Das ist also absolut kein Grund, warum sie das ändern wollten. Also das ist Quatsch. Our aim with the adjustments was to give all our players goals to play towards and reward our most engaged players. Ja, also sie wollten ihre Spieler belohnen, die ganz, ganz doll viel spielen. Also sie wollten quasi, ich übersetze mal kurz, sie wollten mich belohnen. Dankeschön. Aber ich sag mal so, also wenn man mich belohnen möchte, dann Sub bei Twitch oder so, das ist, reicht völlig, da müsst ihr nicht am Quest-System arbeiten, alles gut. Ja, aber sie haben es zu weit gemacht, sie haben unser Feedback gehört, sie sind zu weit gegangen. Ja, we want to reward players for the additional effort, not make those rewards out of the reach. Also wir wollten Spieler belohnen, die mehr machen, aber wir wollten jetzt die Belohnung nicht so weit wegmachen, dass die Leute nicht mehr drankommen. Das heißt, es kommt ein Hotfix und sie behalten die Erfahrungspunkte bei. Also die Erfahrungspunkte bleiben gleich, also das könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Also 20% mehr Erfahrungspunkte, die bleiben. Und die Quests werden so angepasst, dass sie zwischen dem früheren und dem jetzigen landen. Also jetzt gerade irgendwie 15 Games gewinnen, früher 5 Games gewinnen und irgendwo dazwischen packen sie die jetzt hin. Das ist das, also wir wissen keine genauen Zahlen, wir wissen nur, zwischen die beiden Werte, die wir jetzt hatten, da packen sie irgendwo hin. Jetzt ist also die Frage, bei 5 und 15 Siegen nehmen sie jetzt 12 Siege oder nehmen sie jetzt 8 Siege zum Beispiel. Wenn sie 8 Siege machen, würde ich sagen, es ist völlig tutti. Wenn sie 12 Siege machen, ist es immer noch kacke, weil 12 Siege dauern immer noch unfassbar lange. Teilweise, wenn man nur jedes dritte Game gewinnt. Von dem her, um das Ganze abschließend zu bewerten, also es wird eine Trilogie, das wird eine Quest, also wir hatten das Quest-Desaster, wir haben die Quest-Hoffnung, also jetzt gerade sind wir bei der Hoffnung. Und Teil 3 wird dann die Abrechnung. Also wir werden auf jeden Fall noch ein drittes Video zu dem machen, wo wir uns dann genau angucken, wie sie die Quest jetzt bearbeitet haben und ist es ein Erfolg oder ist es ein Misserfolg, mehr können wir dazu nicht sagen. Der Punkt ist einfach, es ist einfach so simpel alles gedacht. Also wir haben hier diese Weekly Quests,
Die Leute spielen irgendwie zu wenig. Also das wird sehr grundsätzlich. Ich glaube, die Leute spielen zu wenig. Ich glaube, Blizzard stellt fest, die Leute spielen kaum, die locken sich ein, spielen eine Stunde und dann sind sie fertig für die Woche. Wie können wir die Leute dazu bekommen, mehr zu engagen? Wie können wir die Leute dazu bekommen, mehr Hearthstone zu spielen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach der Hintergrund dieser ganzen Thematik. Und das ist einfach so simpel gedacht. Okay, also Weekly Quests dauern bisher eine Stunde, dann verdreifachen wir, dann brauchen die Leute 3, 4, 5 Stunden für die Weekly Quests oder so. Und dann spielen die auch länger, weil das machen ja dann alle. Auf allen Servern. Ich meine, es gibt Leute, die spielen auf mehreren Servern, es gibt Leute, die spielen auf Europa, das habe ich ja gar nicht bedacht. Also ich spiele ja nur auf einem einzigen Server, aber nimm noch mal die Leute, die auf 2, 3 Servern spielen, die wirklich nur 2, 3 Stunden die Woche auf den anderen Servern spielen, um da ihre Packs zu behalten. Das wird ja vollkommen verschwinden. Die werden ja niemals ihre 2, 3 Accounts behalten oder so, also ihre 2, 3 Server behalten. Es ist so simpel gedacht, als würde, ihr müsst, also wirklich, so viele Zuschauer und so viele Hearthstone-Spieler haben bessere Ideen. Als, keine Ahnung, da muss es doch eine Besprechung geben. Aber es muss doch dann, also es muss doch da so einen großen Besprechungssaal geben. So, wir wollen jetzt die Weekly Quests verbessern, was können wir machen? Und dann kommt einer um die Ecke, 20% mehr Erfahrungspunkte, 300% mehr Dauer. Ja, gebongt, Mittagspause. What? Da muss doch dann ein Brainstorming passieren, was man da Geiles machen kann. Ich zeige euch mal eben kurz hier, ich hatte es gestern so ähnlich gesagt, ich glaube auch, also das hat jetzt Immig gepostet. Das war ein Post auf Reddit. Aber so ungefähr hat es auch Jay Alexander gemeint. Wie geil wäre denn zum Beispiel sowas? Und jetzt die Zahlen kann man noch verändern. Also ob es jetzt 3.500, 500, wenn es 2.500, 500, 500 wären. Also vielleicht, wenn die Zahlen übertrieben sind, wie gesagt. Aber win für 5 Games, also das wäre ganz normal. Die Erfahrungspunkte, gewinne 5 Games. Und dann kommt halt die zweite Quest, also die zweite Stufe. Gewinne nochmal 5 Games für halt 500 extra Erfahrungspunkte. Gewinne nochmal 5 Games für 500 extra Erfahrungspunkte. So würden alle weiterhin ihre super duper vielen Erfahrungspunkte recht schnell bekommen und wer dann viel spielt, der wird noch ein bisschen extra belohnt und bekommt diese extra Quests. Das ist jetzt wirklich, dieses System gibt es. Es gibt dieses System in Hearthstone, denn es kommt ja oft genug. Also wenn wir so ein komisches Event haben, kommt dieses System ja. Andere Leute haben gesagt, man kann in Battlegrounds Quests saven. Also in Battlegrounds wird es irgendwie so ein System geben, dass man Weekly Quests oder Quests, die man nicht macht, irgendwie saven kann. Irgendwie, ich weiß nicht wie viele und ich weiß nicht wie oft, aber scheinbar gibt es sogar ein Quest-Verstauungssystem, dass man irgendwie Quests, die man nicht direkt schafft, dass man die irgendwie spart. Also selbst das scheint es, glaube ich, irgendwie in Hearthstone zu geben. Von dem her, es gibt also Möglichkeiten und Ideen, die ein bisschen komplexer sind als setzt die Zahl hoch, setzt die Zahl hoch. Womit man wirklich was machen könnte, um Leuten zu helfen und um wirklich das Spiel besser zu machen. Also man kann das Spiel wirklich, wirklich besser machen für alle. Oder man macht das halt ganz simpel, wie sie es jetzt gemacht haben. Und bam, kriegt dann wieder ein Backfire, muss dann wieder reagieren, so wie das halt irgendwie jedes Mal läuft. Und ja, das ist irgendwie wirklich schade. Und Sedi hat es gepostet, das habe ich eben gesehen, was ich sehr richtig fand. Ich meine, wenn Sedi schon meine Videos ständig nachmacht, dann kann ich jetzt auch mal seinen Post kopieren. Wenn Sie wirklich das Engagement erhöhen wollten, warum machen Sie da nicht mal was? Warum machen Sie nicht, was hat er geschrieben? Events für andere Modes, also ein Wild-Event. Also zwischen den anderen, es gibt mittlerweile Events. Aber mein Gott, dann packt halt ein Wild-Event dabei, packt halt mal ein Twist-Event dabei. Was ich immer sage, Belohnungen für alle Modes. Du hast Wild, Standard und Twist. Jetzt gibt's ja, also vorher gab es noch Duels, nee, vorher gab es noch, nee, der Twist, doch jetzt gibt's Twist, ja, also diese Ladder, also für jeden Ladder-Mode. Eigene Belohnung. Also wenn du bei Diamant 5 bist, in Wild und in Standard, bekommst du zweimal die Diamant 5 Belohnung. Das wäre wirklich eine Motivation für mich, dass ich sage, komm, ich hole mir in Wild meine 10 Bonussterne und spiele jede Woche meine 10, 20 Wild-Games und hole mir meine 4, 5 extra Packs. Und keine Ahnung was. Warum gibt es das? Also extra Belohnung für jeden Mode. Events für jeden Mode. Twist, wie gesagt, dass sie das jetzt 2 Monate downschalten, ja, hilft auch nicht. Also Dinge tun, Dinge fürs Spiel machen, dass Leute spielen. Events, Quests und Dings. Ich meine, für 1000 Siege gibt es einen Skin. Warum gibt es nicht mittlerweile mal für 2000 Siege einen Skin? Also für 2000 Siege mit einer Klasse gibt es einen Skin. Für 3000 Siege mit einer Klasse gibt es einen Skin. Für 1500 Siege mit einer Klasse gibt es einen Skin. Es gibt einfach keine Anreize, dieses Spiel zu spielen. Das ist, finde ich, das größte Problem. Ich meine, okay, es gibt die Pro-Gamer, die spielen Hearthstone, weil sie gewinnen wollen. Also die Top 100, die Top 200, die Top 500, die holen also ihre Motivation aus, ich will der Beste sein. Okay, geschenkt. Ich bin Streamer. Ich hole meine Motivation von mir aus euch, aus dem Chat. Ne, wenn der Chat manchmal nicht da ist, dann merkt ihr auch bei mir, also wenn 2 Stunden niemand schreibt, ist mir auch manchmal langweilig. Aber grundsätzlich gesehen, das ist das, warum ich gerne streame, mit euch quatschen, euren Blödsinn lesen im Twitch-Chat. Und natürlich ist es auch mein Job, mit dem ich Geld verdiene. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Deswegen streame ich, spiele ich das. Aber warum sollte ich denn dieses Spiel spielen, wenn ich jetzt einfach nur aus Joke, weil ich das Spiel grundsätzlich gerne mag,
Also, das ist schon mal vorneweg, ne? Das Spiel muss einem gefallen, sonst spielt man es nicht. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Warcraft Rumble. Ich habe Warcraft Rumble gespielt, eine Stunde. In der zweiten habe ich aufgehört, weil ich es nicht mochte. Es gab noch Belohnung. Also, man mag Hearthstone, also kommen wir jetzt nicht mit, man spielt aus Spaß. Mir ist schon klar, dass man aus Spaß spielt. Also, man mag Hearthstone. Trotzdem, warum? Also, du erfüllst deine Weeklies. Du kommst von mir aus mit deinen Bonussternen auf Diamant 10, auf Gold 10. Also, du hast deine Bonussterne weg, du hast deine Weeklies erfüllt. Warum sollte ich dann noch Hearthstone spielen? Es gibt einfach so wenige Ziele, die man erfüllen kann. Du hast, wie gesagt, einmal deine Weeklies und die paar Dailies. Du hast einmal deine Bonussterne, mit denen du relativ schnell auf deinen Rang kommst, wo du halt so hinkommst. Und dann war es das. Du kannst nicht nochmal wild spielen, um dir was zu erspielen. Du kannst nicht nochmal Twist spielen, um dir was zu erspielen. Du kannst nicht das machen. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt noch gerne mit diesen Skinner spielen oder diesen Skinner spielen. Ich möchte jetzt gerne noch das oder das machen. Da ist einfach irgendwie kein Incentive. Es müsste einfach wesentlich mehr Ziele in diesem Spiel geben, die man erfüllen kann als Spieler. Also für mich gibt es einfach nichts. Also klar, ich werde Legend meinen Monat, die Weeklies erfülle ich, aber es gibt nicht. Wie motivierend war das, als ich Todesritter gespielt habe und ich weiß, noch 250 Siege und ich bekomme diesen Skin. Natürlich hilft das auch nicht über alles hinweg. Natürlich gab es auch da mal Durststrecken. Aber wenn du weißt, du machst das hier für irgendwas, du bekommst diesen coolen Skin, du arbeitest auf irgendwas hin, dann hilft das. Und das gibt es einfach nicht. Also viel, viel mehr Belohnung für verschiedene Dinge. Das müsste Hearthstone machen. Und dann würden vielleicht mehr Leute mal wild, mal Twist, mal Standard spielen, würden vielleicht mehr Leute mal 5 Minuten länger spielen, weil es was dafür gibt. Wenn man aber wirklich nur die Weeklies erfüllen kann und man holt sich seine leichten Belohnungen, dann war es das. Leute spielen nun mal für Belohnungen. Ich meine, nimm aus WoW das Loot-System weg, dann gehen die Leute auch nicht mehr 100 Mal denselben Raid, dann machen sie den dreimal und dann war es das. Belohnungen sind nun mal wichtig und die gibt es Stück für Stück in Hearthstone einfach viel zu wenige durchs reine Erspielen. Die meisten Belohnungen in Hearthstone bekommt man wodurch? Hier, indem man sein Portemonnaie öffnet. Das ist eigentlich der einzige Weg, wodurch du geile Belohnungen in Hearthstone bekommen kannst, indem du das Portemonnaie aufmachst. Das ist, finde ich, das größte Problem. Es müsste viel, viel mehr Belohnungen in Hearthstone geben durchs Spielen. Durchs reine Spiel spielen. Irgendwas tun. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss, aber irgendwas machen. Und dann würden vielleicht auch mal mehr Leute spielen. Aber wenn man alles sich mittlerweile nur noch erkaufen kann, ich meine, und da seid ehrlich, selbst wenn ihr Sachen kauft, ihr kauft euch Dinge, ihr habt einen kurzen Schub. Also, ihr habt euch für 30 Euro einen geilen Skin gekauft, ihr habt einen kurzen Schub, geil, cool, spielt die ersten 5 Games, aber dann ist es auch schon vorbei. Also, wie so diese komischen Erkaufsachen, diese Glücksgefühle dadurch sind so viel schneller vorbei, als wenn man sich etwas wirklich über die Zeit, über die Dauer erspielt hat. Und ja, also, wenn dieses Weekly-System wirklich zur Folge haben soll, dass man mehr spielt, dass die Leute mehr spielen, dann ist das der absolut falsche Weg. Dann wäre sowas natürlich schon viel besser. Aber im Endeffekt, um die Leute wirklich am Spielen zu halten, da müsste man einfach im Spiel wesentlich mehr machen. Aber ich denke, das ist ja sogar tatsächlich ein Part für ein eigenes Video. Was könnte Blizzard einfügen? Was könnte man als Incentives machen, also als Spielziele in anderen Modi, damit vielleicht wirklich dieses Spiel halt mehr gespielt werden kann? Und nicht halt nach einer halben Stunde in die Ecke gelegt, weil es reicht halt irgendwie, ne? Okay. Anfang war mal Quest-System, wir sind wieder ein bisschen abgerutscht. Aber ich denke, das ist okay. Also, wir beobachten das, wenn der Hotfix kommt. Reden wir hier auf jeden Fall nochmal drüber und ich hoffe wirklich, dass wir uns dann gemeinsam über die neuen Weeklies, also ich meine, über die neuen Weeklies, sie werden nicht cool werden. Also es ist irgendwelche super coolen Sachen werden mit mehreren Stufen, das wird nicht passieren, glaube ich. Es werden ganz normale Quests sein, einmal erledigen, fertig. Aber zumindest, dass wir uns darüber freuen können, wir müssen ein bisschen mehr machen, ein, zwei Games mehr gewinnen und kriegen dafür 20% mehr Erfahrungspunkte. Dann können wir uns trotzdem alle ja irgendwie so ein bisschen darüber freuen, dass wir ein bisschen mehr kriegen, würde ich sagen. Ne? Von dem her, danke fürs Anschauen, bleibt gesund, bleibt friedlich und wir sehen uns.